Wir spielen zusammen. Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa und zu Dead Space 3. Deiner hältst du es im Arsch. Wir wurden gerade wieder angegriffen. Stimmt, da war doch was. Und ich habe irgendwo eine Kiste gerade gesehen gehabt. Die da. Die will ich haben. Ich musste ja gar nicht hin, um die Kiste zu nehmen. Haha, aber hier rennen ganz fiese wilde Möpse rum. Also, Möpse. Wilde Möpse, ich stehe auf wilde Möpse. Ja, aber ich glaube nicht die. Hier leuchtet's. Hier leuchtet's? Ich habe noch was gefunden. Eine Wellers Kompaktkram. Wellers. Wer auch immer das, Weller ist. Den habe ich schon mal eingefunden. Ich kenne André Weller. Der Weller hat noch so Spezialchips schon eingebaut. Der Weller? Ja. Aber ich wusste es. Gehst das Raumchen weiter und schon hast du so ein Viech am Arsch. Meine Kettensäge hat ihn zerrumpelpumpeltumpelt. Ja, rumpelpumpel? Er sagt da lang. Und wo geht's da lang? Gar nicht weiter, oder was? Nee. Wir laden durch. Weiter geht's. Weiter geht's. Na. Wo springt mich der Nächste an hier? Ja, eben, ey. Das ist doch immer das Gleiche. Hier, hinter der Spitzhacke da am Boden hier. Weißt du noch die Spitzhacke? Die Spitzhacke. Da. Oh, ich kann sie nicht mitnehmen, das ist eine Kacke. Schwupps. Oh. Ich bin nicht hinter dir. Das kenne ich doch. Bin immer auf mich allein gestellt. Die Leiche hier liegt? Nee. Hey, ich habe hier einen Frachtkäfig gefunden, aber er hat sich im Felsen verkeilt. Ich versuche ihn loszulösen und nach unten zu schicken. Ellie, hörst du mich? Wir sehen ihn. Kommen Sie, Ellie. Da. Da was? Fällt dich auf den Kopf. Pass auf. Du wärst nicht das erste Mal, dass du mir auf so einen Kopf haust. Komm, mach schon. Und? Juhu. Der Käfig ist jetzt unterwegs. Ellie, kannst du ihn sehen? Ellie. Vorsicht, Center! Ellie. Oh, wir haben Spaß da unten. Jetzt ist wahrscheinlich die... Die Tante tot, oder? Die eine Tante tot, die andere lebt. So, natürlich, was müssen wir tun? Die Aufzugsteuerung finden. Dieser Aufzug sieht zwar stabil aus, aber er ist möglicherweise der einzige Weg, Ellie und Santos zur Forschungseinrichtung zu bringen. Die Steuerung für diesen Aufzug muss irgendwo in der Nähe sein. Ich habe gerade eine Kiste zerbröselt und die Kiste, der Inhalt der Kiste ist hier untergefallen. Na, das hast du super gemacht. Es tut mir so leid. Scheiße. Es tut mir so leid. Das geht nicht, ey. Selbst das geht nicht. Oh, was schreit da? Wer schreit da? Wie viele? Warum? Wo sind sie? Ich höre nichts schreien. Was? Das hörst du nicht? Ach doch, jetzt ein bisschen, ja. Echt? Ich höre es in meinem Sound. Böse Vorzeichen. Da kommen sie. Komm mal, was rennen die? Schön zersäbeln. Zertreten. Zertreten ist das Schönste. Und runterschicken. Geht nicht. Reload. Oh. Was? Wieso hinter mir? Warum? Ich hasse es, wenn die hinter uns erscheinen, ey. Das ist so unfair. Wow. Der war fix. Noch einer. Natürlich, immer wenn ich laden muss. Hinter dir. Ist weg. Glaube ich. Was ist das denn für ein Sack? Der ist hier hingelegt und ist hochgestellt. Hat sich hingelegt und totgestellt. Der war doch toter Mann. Wenn er mich nicht sieht, sehe ich ihn auch nicht. Oder andersrum, oder wie? Nein, dass ich rankomme und irgendwie ihn rumschubse oder so. Nein, wie geil. Ey, so ein Sack, ey. He's a sack. Oh, Sackboy, ja. He's a sack, ein Sack. Ist das eine hier? Wasserfall, der Gefrorene. Ups, ich wollte nicht schießen, Entschuldigung. Ich krieg auch kein Herzklarwasser, wenn du schießt, ne? Nein, du, wer hat denn wohl mit der dicken Bummel da geballert? Wir müssen da rein, ne? Ich hab's geahnt. Ich hab Angst. Na, hast du was verloren? Oh. Das sieht doch schon... Das sieht nach Falle aus, ne? Enger Raum. Mit Leuchten, Bums und so einem... Hier ist ein Loch, da kann einer rauspurzeln. Schon klar.
Ja, überall. Gleich kommen sie wieder, knabbern an unseren Beinchen rum. Da ist wieder die Zuggeschichte hier, ne? Diese. Wie heißt das? Eine Munitionshilfe. Oh, das ist cool. Die haben wir schon, ne? Genau. Die war nicht so cool, wie wir dachten. Doch, sie würde das automatisch einsammeln, wie auch immer das aussieht, ob die Kisten angeflogen kommen und dich K.O. hauen, nee, was alles. Du musst halt nicht irgendwie A drücken, oder? Das ist totaler Quatsch, deswegen nehme ich lieber so ein Feuerding sonst in meine Waffe rein. Das macht dann mehr als ein Munitionshilfe. So, ich warte mal wieder, bis du einen Knopf drückst, weil du schaffst das ja sonst wieder nicht. Genau, Moment, ich mache das bei dir. Das wäre sehr geil. So, mi. Ja, ich werde soweit. Nein, er macht es wieder nicht. Hast du es aktiviert endlich? Es ist total unlogisch. Ich habe so ganz halt nur A. Ja, genau. Das musst du auch tun. Ich höre einen Gegner. Ja, los weg hier. Ah, nein! Oh, was war das? Ich hab ein Achievement bekommen. Wofür? Zeitlupe steht da. Soll ich mir reloaden? Ich komme hier nicht weiter. Ey, Macker, was ist denn das? Ich will auf deine Seite rüber, weil hier geht's nicht weiter. Danke. Oh, das war knapp. Ah, tolle Wurst. Au! Ich hab's genau gesehen. Falsche Waffe dafür, oder? Ich kann. Ach so. Waffenwechsel, tolle Idee. Oh, ich muss hier rüber. Wie komme ich hier rüber? Du sag mal. Spring. Wie? Ich komme nicht rüber. Spring? Ich komme nicht rüber. Hallo. Spring. Wie springe ich? Spring! Wie springe ich? Mit LB, wie immer. Ich verliere Hells. Ohne Ende Hells. Ich kann hier nicht rüber, guck. Wir sind okay. Spring. Da. Gott, geht doch ganz normal. Hör mal. Wegen Robert. Ich verstehe einfach nicht, warum er versuchen sollte, dich zu töten. Er gab mir die Schuld für den ganzen Schlamassel hier. Er wollte unbedingt heim. Ich wollte unbedingt bleiben. Aber die Mission ist alles, was zählt. Ich dachte, Robert hätte das verstanden. Ich bin für dich da. Und das meine ich ernst. Oh. Ich bin jetzt auch da. Ich hab's geschafft. Yeah. Porno. Die langsamste. Ich muss mal hier kurz mal was nachtanken. Moment mal. Oh, das sieht cool aus. Oh, cool. Achtung, ich habe meinen Raketenwerfer in der Hand. Okay, da geht's lang. Was geht's hier weiter? Nein, hier kommen nur Viecher raus. Ja, ne? Dürfen dann nachher Viecher uns beglücken. Toll. Achtung. Achtung, was? Das sieht voller Falle aus. Sieht hier alles nach Falle aus, wenn's danach geht. Ich hab Angst. Ich will nicht. Weit? So, wir haben jetzt einen da und einen da. Ich geh ich nehm da. Du nimmst da? Mhm. Oh ne. Klonk. Und was hast du da drin? Ein kleines Klonk oder ein großes Klonk? So, irgendwo hinter. Was da war sonst nichts. Da war nichts. Na gut, dann nicht. So, Ladies and Gentlemen, wir erwarten minütlich Monster. Und zwar 3, 2, 1, jetzt! Oh, noch ein Schlitten. Mit dir fahre ich mal Schlitten, Schatzi. Hm. Was ich lange nicht mehr gesehen habe? Fangen wir mal. Ey, Arschloch! Okay, gleich hinter uns. Nicht reloaden! Tot. Ich bin so gut wie tot. Ich bin tot. Steh doch mal auf. Nicht der! Oh. Ich wollte gerade weglaufen. Der Typ mit der Granate, das die ja. Die sind echt kacke, die Nerven. Auf der Entfernung auch noch. Ja, ich kam um die Ecke, da war der schon und dann diese komische. Ich nehme die andere Waffe, weil die ist genauer. Oh. Diese komische Harpunenwaffe, die schießt ja immer so. Bop, bop, bop. Mhm.
So, die Dinger, ja, da haben wir schon. Das ist gleich mal zurückfallen, ne? Dass er dann. Sind da noch welche? Nein. Doch, die sind wieder da. Sie sind wieder da. Das ist übrigens Zufall gesteuert, was da rauspurzelt, ne? Aber es kann euch auch mal sein, dass hier jetzt was anderes. Ich guck mich da nicht ran oder was? Dass da was anderes drin ist. Halt, das waren nur drei Kisten, oder? Ja, ich habe drei aufgemacht. Ich habe aber nur zwei Sachen hier liegen. Das ist ja blöd. Oh, ich hasse es, ey. Ressourcenfummeln, ey. Ich höre wieder so ein Naja. Aber frag mich nicht, wo du da hingehen solltest. So, Ladies and Gentlemen, sobald ich hier um die Ecke komme, kommt a very heavy böser Dude. Very, very super Dude. Mit der Waffe kriege ich ihn. Ja, geil. Ich stand genau für den G. Nein, ich reload, du Sack! Alter! Oh! Ich habe auch Spaß gehabt mit zwei Dudes. Ich höre noch Gesocks hier. Warten. Ja, ja, die waren hinter mir. Die stehen hier um die Ecke, da. Die Waffe ist cool. Was ist das für eine? Meine normale mit der Kettensäge und oben dem Assault Rifle. Okay. Die schafft was. Wir werden die mit Stase verlangsamen, wenn ich sie oben treffe, ja, und unten säge ich sie. Und zwar über den sollte ich nicht sägen, der explodiert. Ja, den sägt man lieber nicht. Aber das war ganz cool. Oh, meine Gott. Diese Harpune, die, da kann ich noch nicht so richtig mit zielen, weil es nur so ein ganz kleiner Punkt halt ist. Das Ding hat halt eine deutlich breitere Trefferfläche. So, da geht's lang. Weil es halt nicht so wie dein mega Elektro Blast ist. Genau, wie der da, der so alles in seinem Weg kaputt haut. So, jetzt haben wir hier ein rechts, ein links. Und er will rechts. Ja, dann gehen wir links, oder? Jo. Links. Ja, ich wollte den Typen nur kaputt hauen. Damit ich gehe links, du gehst rechts. Habe ich das falsch verstanden? Was machst du da? Ach so. Ich habe einen Suchrobot erhalten. Ey, das ist cool. Jetzt nicht drauf gehen. Warum kann ich das Leuchtende da nicht heben? Ich weiß auch nicht. Artefakt. Achso, die kann man nicht ziehen. War ich zu spät. Okay. Okay, das war's. Das Zelt, das Loch. Ich mag Löcher. Invisible Wall hier, ich kann wieder nicht weiter. Geil. So, eine Werkbank wäre ganz cool, oder? Na was? Eine Werkbank wäre ganz geil. Hab ich mich erschrocken, ey. Okay, er will, dass wir da rausgehen, da geht's aber auch nicht weiter, also müssen wir raus. Gut, ich habe noch einen Aufzugabsatz gefunden, aber immer noch keine Winde. Alles okay? Bis jetzt schon. Wir sind jetzt beim Käfig. Es ist ziemlich gefährlich hier oben. Komm zurück. Ich hoffe, ich finde bald deine Winde. Isaac, sei bitte vorsichtig. Ich will nicht Robert und dich am gleichen Tag verlieren. Cool. Danke. Was ist ein Ripcore? Das Ding zum Sägen. Ach, schon wieder? Okay. Ich habe eine Werkbank gefunden und allerlei Schmutz. Und allerlei Schmutz? Schmutz aus dem Ferkel. Ich liebe Schmutz. Standardrahmen, Munitionshilfe, Ripcore, Wellers irgendwas und zwei Sucherbots habe ich. Juhu! Quatsch! Ich wollte verkaufen, wollte ich. Ich fürchte aber, ich muss mir ein bisschen Moon herstellen, wenn ich es denn kann. Kann ich das? Da, Munitionsclip, ja. Ich kann. Kannst du welche von mir haben? Ich habe noch drei. Ich habe mir jetzt welche gebaut. Ja, das reicht. Okay, so. So, was sagt das Ding hier? Aber ja, die Chips haben wir eigentlich keine gefunden, oder? Tja. Oder nehme ich mal wieder meine alte Waffe mit. Aus dem Safe. Aus dem Save. Kann ich die jetzt modifizieren? Geht das? Ich bin durch. Nee, die Waffe ist ausgebaut. Ich könnte noch mal in den Granatwerfer gucken.
was dieses obere Tool macht. Ach, da hatte ich einen Flammenwerfer unten reingebaut. Der war ja auch ein bisschen doof. Der war doof? Der war doof. Fand ich gut. Ein Schwebefeld. Mit Seifenfeuer. Seifenfeuer finde ich doof. Habe ich gerade gefunden hier. Ein Schienenbeschleuniger. Ein vollautomatisches Gewehr mit tödlicher Präzision. Ein Kyrobrenner, der seine Ziele einfriert. Magnesium-Nachbrenner. Sollen wir vielleicht mal einen Schotti einbauen? Warst du zufrieden mit der Schotti? Hast du ihn benutzt, glaube ich, ne? Scharfschützen, das ist doch alles Grütze hier, ganz ehrlich. Hm. Welche Spitze hast du drin in deinem Maschinengewehr? Zum Legen von Bränden. Hallo. Okay. Ich kenne die Waffe gar nicht mehr. Geh mal hoch. Genau. Spitze Scharfschütze. Echt? Hast du die Scharfschütze eingebaut? Ich habe keine andere gehabt zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Wie heißt das? Spitze Scharfschütze tatsächlich. Ja. Ach, die habe ich gar nicht. Guck mal. Scharfschütze. Hoch, hoch. Ist halt ziemlich präzise. Das ist das Einzige. Ja, der Schall ist pervers geil. Und dann, aber du schießt... Oder schießt... Ich muss mal eben gucken, ob ich so eine Präzisionsspitze nehme oder wo ändert sich denn da was? Ach, da oben. Der Schaden wird geringer. Ja, dein Scharfschützengewehr brauchst du nicht wechseln. Das ist ja kein echtes... Du hast unten einen Flammenwerfer, also oben hast du ein Scharfschützengewehr, also ganz normale Munition. Dun. So, und da unten das ist eine Flammenlasur. Wo ist ein Pseudobrenner, das ist das untere Tool. Genau. So, und da ist die Frage, ob das so ein Flammenwerfer wirklich das Richtige ist. Kohlische Streuung. Das explosive Kanisterabfeuer, das ist das, was du hast, ne? Der habe ich vorher mal gehabt, da habe ich jetzt geändert in Raketenwerfer. Und der heißt wie? Das ist eine Überwachungsladung, das ist die Grundausrüstung dafür. Ja, das ist der Kanisterpfeil. Genau. Und dann habe ich ein gerichtetes Schwebefeld daran gebastelt. Aha. Genau. Und was ist das Ejektionsfeld, was so ein bisschen so Ejakulationsfeld das hier, da? Das bleibt dann liegen und macht dann irgendwann eine Lasermine. Schießt eine Lasermine, das wäre ja total bescheuert, genau. Nee, okay. Ich glaube, ich nehme den aber mal wieder mit. Die Flammenwerfer? Ja. Aber was gab's denn noch eigentlich hier? Ripcore kenne ich jetzt schon, aber... Das ist. Neubuch. Ich habe jetzt echt drei Sucherbots, das ist ja pervers. Ach so, genau. Du willst die eigentlich auch haben, oder? Wo kann ich die eigentlich einstellen? Hast du wirklich drei jetzt als Zahl auch verstehen gehabt? Ja. Jetzt ist der zweite. Cool. Dann sind auch alle so schnell. Das ist so ein Problem. Es ist zwar ganz witzig, die Idee, aber ich finde es schon ein bisschen problematisch, dieses Micromanagement hier zu führen. Das ist schon ist nicht anstrengend oder so, aber es ist halt... Ich habe immer noch nicht so meine coole Waffe. Hallo. Was steht da? Da steht irgendwie roter Text. Da steht was runter, ja. Das kannst nicht lesen. Zu viele Bots unterwegs, was? Zu viele Bots eingesetzt oder sowas steht da. Ja, ist doch scheiße. Hör mal auf, deine Bots einzusetzen. Aber das heißt, wenn er sagt, ey, die sind zurückgekehrt, da kannst du noch einen setzen. Ja. Das heißt, für unterwegs ist unterwegs. Das. Ja, genau. So, mal eben kurz gucken. Ach, der hat auch nur unten unendlich Munition, weil das ist der Flammenwerfer und oben hat der irgendwie nichts, weil da macht er irgendwie nur so einen harten Bolz. Das war das Nervige, das war das Sniper-Ding, das war doof. Ja, das ist doof, das habe ich auch mal Das war doof, genau. Das, so war das auch bei so dem. Wollen wir das nicht haben, ne? Der Flammenwerfer war schon gut, aber das oben war Das war oben, doof. Das willst du nicht haben, ne? So, das schon. Heißt, ich muss das Ding ändern. Genau, gegen was hat was? Oder? Nee, doch, das Ding da oben. Genau, das oben, das... Gegen, was kann ich denn machen, was kann ich denn herstellen? Gucken wir da mal eben. Ich kann Präzisionsspitze, er schafft ein Gewehr mit scharfschützenähnlicher Präzision. Aha, ja. Hatte schon eine Scharfschützenspitze, warum ist Präzision? Was hast du denn vorher gehabt? Maroder Scharfschütze, Scharfschütze hatte ich vorher. Den hast du vorher gehabt. So, jetzt dann Präzision ist dasselbe. Stimmt, habe ich vorhin schon gefragt. Konisch, zuverlässige Schrotflinte oben. Also unten der Flammenwerfer, oben eine Schrotflinte. Das ist eindeutig Nahkampf dann hier. Produziert ein... Der Flammenwerfer hat eine endlose Reichweite. Das ist fast Fernkampf. Endlos? Kompressor, Sturmgewehr mit Streufeuer. Das willst du ja haben. Oder Impuls, warum nicht?
Sturmgewehr? Das glaube ich, habe ich auch gehabt. Ja, guck dir den Schaden an, wie er untergeht. Geh mal auf Scharfschütze nochmal. Den brauchst du nicht herstellen, den hast du ja schon. Ja, aber das ist wirklich nur ein so ein Pup. Nein, warten. Was du vorher hattest, nein. Du hast jetzt das Präzisionsgewehr. Nein, ich habe Scharfschützengewehr. Geh mal zurück. Ich habe Scharfschützengewehr. Ich habe doch mal gefragt, welche... Ich habe Scharfschütze. Hast du mich dreimal gefragt? Ich habe es dreimal beantwortet. Du hast es dreimal nochmal gefragt. Was, welches Gewehr macht... Das kann ja noch sowas wie Assault Rifle sein. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, wollte ich jetzt nicht hören. Ja. Maschinenpistole mit Salvenfeuer. Meine Bola. Meine Bola ist geil. Bola ist doof. Witzig. Der Maroder Repetierer Impulsgewehr. Das den habe ich. Den bauen wir jetzt. Nicht so, der hat der macht so. So, jetzt will ich mal eben kurz gucken, was der macht. Hätte ich bauen müssen, hättest du das, glaube ich, schon gehabt. Material bauen. Du willst mich nicht hören. So. Das ist doch cool. Ja, geht so. Jetzt habe ich unten den Flammenwerfer. Cool. Das ist okay. Kann man machen. Komisch, dass deine Waffe anders aussieht als meine. So, jetzt muss ich nur noch gucken, ist das mit irgendwas überzogen, was ich da abballere? Flammenlasur hast du drauf. Brennen die Leute. Habe ich auch drauf. Ich habe noch ein Säurebad. Was wir noch nie gesehen haben. Tut sich da irgendwas? Man sieht nichts, dass sich da irgendwas verändert. Nö, im Garten tut sich da nichts. Nee. Also, aber ich merke, dass sie halt brennen. Das sieht schon ganz geil aus. Ja, hilft Säure mehr als Feuer? Das weiß ich nicht. Probier doch mal aus. Nee. Packst du die Säure eigentlich auf das Feuer? Beim Flammenwerfer ist doch Feuer ziemlich cool. Also mach doch Säure in den Flammenwerfer, das wird auch ganz witzig. Das geht, glaube ich, nicht. Doch. Nein. Natürlich. Die Erweiterung zählt übrigens für beide Waffen, ne? Das heißt die obere und die untere Waffe. Ja, deswegen kann ich ja nur... Nein. Probier's aus. Ich wette mir, wie das geht. Nein. Du schießt gleich mal mit dem Flammenwerfer auf den Gegner. Du erzählst doch einen. Und der zerfließt dann ja nachher wie Butter unter deiner Socke. Quatsch. Flammenlasur. Säurebad. Wieso? Das kann man ja ganz einfach sehen. Dann müsste doch jetzt mein Schuss oben... ach nee. Das geht nicht. Du hast es ja ausgerüstet, richtig? Ja, ja, bla bla bla. Bla bla bla. So, ja, was? Schraub, schraub, schraub. Er bastelt sich ein Zurechter. Weißt du was? So. Wie die Waffe funktioniert? Erfahren wir nichts. Nein, ich will da jetzt drauf drücken. Er macht ganz normal vor. Ja, bei mir auch, aber erst wenn du den Gegner triffst, siehst du das. Ja, ja. Leute? Ich habe noch nicht mehr zu Ende geladen. Das ist tut mir so leid. Sieht gut aus. Poser, sage ich nur. Poser. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind das Zweikampfsofa und wir haben Dead Space 3 gespielt. Bis zum nächsten Mal und tschüss.